Ja, ist gut. Okay. Wie soll ich das denn machen? Ja, ist gut. Okay. Ich muss mich beeilen. Nur weg hier. Ja, wie soll das denn gehen? Okay. Na, ich sterb gleich. Wohin jetzt? Da auch nicht. This entire experience is defined by the fact that you came back alone. Your story started with 20 people, but ends with one. So when it comes to telling those stories, you're the only one who can. Yeah. There's a responsibility to get things right, for the record. Ja, wir sollen da nach oben. Aber warum ist denn hier jetzt alles zugefroren? Sag mal. Da guckt er uns richtig böse an hier. Weiß gar nicht, ob der da vorhin auch schon war. Aber komme ich jetzt da weiter oder nicht? Probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht ist er wirklich versperrt. Ich weiß es nicht. Hallo? Nö. Aber es ist halt alles eingefroren mittlerweile. Naja, wir folgen dem grünen Typen. Der hilft uns irgendwie. Warum auch immer. Ja, komm. Wir müssen erst den Aufzug holen. Von oben kam er jetzt. Ganz gemein. Sag mal, ist hier hinten jetzt noch Sauerstoff da oder nicht? Oder ist der jetzt... Lass mich raten, der ist... Da komme ich nicht mehr ran, oder? Da komme ich nicht mehr ran. Doch, ich komme ran. Jo! Ich wusste doch, dass da noch eine Station ist. So. Na? Komm schon. Ich will den erst weghaben, weil der macht mir hier zu viel Gedönse. So. Jetzt aber. So, und da oben müsste auch noch Sauerstoff sein, genau. Okay, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, wenn ich da an den Dingern vorbeilaufe, sonst erfriere ich doch mal. Aber das war gerade cool, wo die mich verfolgt haben. Und dann kam, es gab keinen Ausweg mehr und dann kam das grüne Männchen. Okay, jetzt sind sie da beide. Ich hole mir erstmal ganz gemütlich Sauerstoff. Gucken. Okay, der hilft uns halt echt. Aber was ist er? Wer ist er? Der hat ja auch nicht so ein ADS an, sondern so ein
ganz altmodisches Tauchergerät. Ist ja wie, keine Ahnung, 100 Jahre früher. Unendlicher Antriebsschub aktiviert. What? Okay, ich muss jetzt wohl einfach da runterfliegen. Wahrscheinlich darf ich nicht. Ich darf nicht an die Wand kommen. Oh Mann. Das wird interessant. So interessantes Minigame tatsächlich. So, da hinten geht's weiter. Bin gespannt, ob jetzt hier dann auch Fische und so kommen. Das wäre dann heftig, okay. An ihm hier vorbei. Und wohin jetzt? Da vorbei. Nee, da komme ich nicht weiter. Okay, und jetzt noch ein Irrgarten. Komm ich hier weiter? Und überall ist der Typ, Alter. Alter, ich komme nicht raus hier. Wow. Rückwärts, okay. Wir sind ja wieder die Typen. Oder muss ich jetzt tatsächlich rückwärts fliegen? Weil da komme ich anscheinend nicht weiter. Boah, die halten mich fest, oder? Okay, jetzt bin ich tot. Ich kam nicht mehr weiter. Ich kam nicht mehr vom Fleck. Es ging einfach nicht. So, und jetzt muss ich alles nochmal neu machen. Na, super. Boah. Bis dahin ging es ja noch. Das ist ja eigentlich auch ganz cool hier. Aber ich weiß nicht, rückwärts soll ich dann die Strecke rückwärts wirklich fliegen? Also dass ich dann diesen unendlichen... Aber ich hatte jetzt da ja auch keinen unendlichen Antrieb. Wie soll das denn gehen? Naja, ich probiere einfach noch ein bisschen rum. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. So, jetzt an ihm hier vorbei. Aber offenbar haben die mich wirklich festgehalten, diese Hände. Das ist natürlich ein bisschen doof. So, Moment, wo ging's weiter? Ging's jetzt hier weiter? Ich musste hier. Hier ging es weiter, okay. Und dann da lang, okay. Jetzt habe ich das wieder gefunden. Ja, das ist ja okay hier noch, aber. Jetzt sagt er wieder seinen Satz.
You struggle. Panting. Breathing hard. So, hier komme ich rein, aber wie komme ich dann wieder zurück? So, ich werde irgendwie festgehalten. Okay, jetzt. Okay, aber wie soll ich... Hä? Da habe ich doch dann diesen dauerhaften... Ich soll es rückwärts probieren. Was? Das ist jetzt auch wieder toll gemacht. Es kann so vieles bedeuten, rückwärts. Also quasi den gleichen Weg, aber eben vorwärts zurück. Oder wirklich rückwärts. Diesen Schub rückwärts nehmen. Aber das hat ja auch nicht geklappt. Ich hatte keinen Schub. Der hat ja dann gesagt, wenn der umschaltet, das zeigt er mir dann an. Aber vielleicht muss ich von vornherein rückwärts da rein. Ich weiß es nicht. Ist aber auch sehr unpräzise formuliert. So. Naja, so lang ist der Weg ja nicht. Das kriegt man einigermaßen schnell hin. Ich muss schon rein, bis die Hände kommen. Aber da habe ich dann immer wieder das mit Max. Nee, ich muss da schon durch, sonst... Sonst sagt er den Satz nicht. Muss ich doch hier weiter. Ach, hier geht's weiter. Okay, aber wie komme ich denn da durch? Ohne zu sterben? Wow, das sieht ziemlich krass aus. Okay, es ist dunkel. Warum ist es jetzt wieder so dunkel? Weil es halt einfach dunkel ist, okay. Tag, Ian. Ruhe in Frieden, Russ. Es ist wieder alles ohne Frost und weg ist er. Na, irgendwas. Welcome back to Open Air. I'm Emily Kaler. If you're just joining us, my guest is Kip Mattis, sole survivor of the Ocean Nova disaster. His first book, Hell or High Water, is a harrowing account of his ordeal. Earlier, we talked about the life aquatic, escaping the flooded habitat, and being lost on the seafloor inside a half-ton titanium diving suit. Ja, also die Vermutung war immerhin schon mal richtig mit dem Interview. Und er hat ein Buch drüber geschrieben. Aber, ja, irgendwas
Kip, I know this might not be easy, but I'd like to talk about the end. Can you read that for us? Yeah. The list is getting shorter. The hatch opens with its usual reluctance, flooding the room with light. The pod is there. I'm going home. Tomorrow, I'll be the sole survivor. But for now, I'm not alone. Wie Tauchermesser. Ach, das hat er auch gefunden gehabt. Von Virgil Fail. Ich bin wieder 11 Jahre alt in meinen Träumen. Mein Großvater schüttelt mich wach. Wir sprechen nicht, als wir alles anbringen, was für sein Handwerk nötig ist, so gebrechlich diese Schale. Allein der Helm aus Kupfer sollte schon inakzeptabel sein. Doch aus einem sonderbaren Grund auf dem Weg zwischen Schlafzimmer und Strand gibt dieser völlig zerlumpte Anzug meinem Großvater wieder Kraft. Am Rande des Wassers, da legt der Mann, der mich großzog, einen Finger auf seine Lippen und deutet auf das Messer an seiner Taille. Es ist eine Antiquität, verliert seinen Glanz, seinen Schneid. Mit fester Überzeugung einer unglaublichen Strenge, die ich zuvor noch nie bei meinem Großvater gesehen hatte, schneidet er mit dem Messer die Bande zwischen uns durch. Er wendet sich ab und schreitet in die See. Okay, hat er sich dann selbst umgebracht oder wie? Ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Aber der grüne Typ, das ist wohl, das ist dann wohl unser Großvater. So, da außen ist immer noch das Spinnenviech. Und ich weiß nicht, kommen wir jetzt langsam zum Ende des Ganzen? Preparation in progress. How did you feel when you figured it out? At that point, and that close, I was running on fear. So when I saw another suit in the room, it's almost too much to process. I couldn't believe that it was. Wer ist das? Virgil? Is that you? Virgil made it. Just like me. How did you get? I thought everyone was. Only I'm locked inside the pod and he's locked out. Can you hear me? I can't stop the launch. There's no override. He's not coming back. Oh, God. I'm sorry. And that's on me. So are you saying that if you did something differently, that Virgil would have lived? That's right. Until I saw him, fear in his eyes, I thought I was the only one. It was a bad call. This can't be happening. Oh God, I'm sorry. No, 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 no! Tja, das war's. Das war's. Wir sind gar nicht Kip, wir sind Virgil und wir sind jetzt hier gefangen. Und so wie ich das Spiel einschätze, wird uns das jetzt auch nicht sagen Game Over, sondern der Sauerstoff wird hier allmählich zur Neige gehen. Ich kann uns noch ein bisschen Licht machen. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Denn, ja, wie es aussieht, war es das. Das heißt aber, der Kip, der war dann in dem anderen Shuttle drinnen. Ja, könnte sein. Aber der Großvater, das ist schon unser Großvater, also der von Virgil, kann nochmal hier reingehen. Personal. Okay, wir haben einige nicht gefunden. Wow.
Den da. Ach so, und das, der, ja, wir leben ja noch. Was ist Open Air? Ach, krass. Das ist auch erst neu da. So, das ist der Überlebende. Das ist die Dame von KQDB in Minneapolis. Ist Open Air eine preisgekrönte Interviewsendung, die aufdeckende Einzelgespräche mit Koryphäen aus Kunst und Literatur, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung bietet. Moderiert von Emily Carla ist das wöchentliche Format eines der beliebtesten und langlebigsten Sendungen im Public National Radio PNR. Erster Teil. From KQDB in Minneapolis, I'm Emily Kaler. This is Open Air. The Oceanova Project captured the global imagination when announced in 2016. 3 years later, a small crew of miners and researchers made their home more than 1,000 miles from shore, 2 miles beneath the sea. Okay. On February 2nd of last year, the $2 billion installation was battered by shockwaves. Okay, es hört auf. Die werde ich jetzt nicht alle abspielen. Also das werde ich vielleicht mal offscreen machen. Das werde ich jetzt auch nicht im Let's Play machen. Klar, es wird sich jetzt dann halt aufklären, dass eben, ja, Kip ist der einzige Überlebende. Und... Ach, ich kann die Tür öffnen. Kann ich jetzt noch weiter? You didn't kill him. Really? Who did? Bad luck? I'm responsible. Look, I'm up here talking with you. And he's still out there. Okay, das heißt, ich hätte mich jetzt da einfach selbst getötet, oder wie? No, es geht noch so ein bisschen weiter. Großvater ist da. Kann nichts machen. Jetzt kann ich was machen, okay. Wir folgen einfach mal dem Großvater. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir sind da jetzt eingesperrt. Okay, der Wanderer. Und müssen halt echt noch, keine Ahnung, 10 Minuten warten, bis dann der Sauerstoff zu Ende ist. Hätte ja auch was. Hätte ja irgendwie auch was gehabt. Aber gut, es geht anscheinend noch weiter. Ich kann den Thrust aber nicht nehmen. Oder es geht jetzt hier endlos. Nee, okay, das ist... Das ist... Okay, ich kann jetzt nichts mehr machen. Er geht jetzt da weiter und wir haben die Endcredits erreicht. Das war Narcosis. Ja. Krasse Sache. Ja, und das mit der Radiosendung. Vielleicht gucke ich mir das dann nach dem Spiel oder nach der Aufnahme mal so an. Auf jeden Fall, es ist cool, das Spiel mit Schwächen. Das habe ich ja schon gesagt. Also wenn es dann halt nur noch auf Dunkelheit setzt, ist es ein bisschen zu krass. Aber ansonsten... Es ist schon geil, ja, so ein paar Rätsel drinnen und dieses, wenn dann die Welt so sich so aufklappt quasi, ja, also wo dann das so umkippt oder da jetzt einmal war es eben so ein Kreis, in dem man rumgegangen ist, da ist schon sehr cool gemacht. Und ansonsten, das Ding im Wasser, es sieht schön aus, es ist schön designed und... Es kann aber halt mit Soma, und damit muss man es halt einfach mal vergleichen, kann es dann doch nicht ganz mithalten. Ist ja auch deutlich kürzer. Und Soma war schon nochmal eine andere Liga, hat ja auch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gehabt mit Artificial Intelligence und so, solchen Dingen. Und das hier war jetzt halt wirklich so diese Isolation unter Wasser. Kip, it's been more than a year since all this happened. You wrote a book and told your story. Are you ready to be done? Yeah,
Yeah. It's time to move on. Get myself working again. Kip Mattis, thank you so much for spending time with me today. Thanks for having me, Emily. Ja, Honor Code, Datenbank aktualisiert. Okay, jetzt ist in der Datenbank natürlich dann OpenAI freigeschaltet. Ja, das hatten wir auch schon gesehen. Und damit ist er hier auch gestorben. Ach so, und ihn haben wir jetzt dann auch, das ist Kip Mattis. Und drei haben wir nicht gefunden, okay. Naja, gut, aber wir haben einige gefunden. Nur Items habe ich halt fast gar nichts gefunden. Das Tauchmesser, das Tauchermesser kriegt man ja sowieso. Die Taucherkarriere meines Großvaters war bereits beendet, als ich auf die Welt kam. Doch obwohl ich seine Geschichten bald auswendig kannte, ja sogar bevor ich lesen oder schreiben konnte, habe ich heute nur zwei Erinnerungen an ihn, die sich mit Wasser verbinden ließen. In der ersten bin ich schon alt genug gewesen, um laufen zu können und begann das Fahrradfahren zu lernen. Wir stoppten für ein Picknick im Schatten inmitten eines scharlachroten Blumenfeldes, doch was stattdessen wirklich, meine Aufmerksamkeit erregte, war dieser kleine Teich. Und dann fiel ich. Ich war dabei zu ertrinken, ich war mir dessen sicher. 2 Sekunden später griff die Hand meines Großvaters nach meiner, zog mich nach oben. Am nächsten Tag sollte ich lernen zu schwimmen. Ja, und der Großvater hat uns ja dann auch noch so ein bisschen geholfen. Aber es hat leider nicht gereicht. Und er hier? Da haben wir aber kein Item gefunden. Schade. Kipling Mattis, Ingenieur. Kipling Mattis wurde 1980 in Lompoc, Kalifornien geboren. Er absolvierte 2002 seinen Bachelor an der California Polytechnic State University als Ingenieur für Computer- und Maschinenbau. Bevor er sich der Oceanova-Initiative anschloss, hat er an verschiedenen Projekten in Energieforschung und Ingenieurwesen mitgearbeitet. Herr Mattis lebt zurzeit wahrscheinlich in Berg-sur-Mer an der Küste von Frankreich. Hölle oder Hochwasser, Oceanova überleben ist sein erstes Buch. Oh, okay. Krasse Sache. Zweiter Teil, dritter Teil, vierter Teil, aber das ist dann richtig lange. Das komplette Interview dauert vielleicht auch nochmal eine Stunde. Ich weiß es nicht. Hier sind nochmal die Kapitel. Ach, hier hätte man, wo man die Items findet. Okay, da habe ich alles gefunden. Da ist mir was entgangen. Okay, aber das sind ja richtig viele Items. Okay, aber wird einem hier nicht weiter angezeigt. Na gut. Aber wenn man es nochmal durchspielen wollte, könnte man das dann nochmal machen. Na gut, aber ja, wie gesagt, also cooles Spiel mit Schwächen, mit einer Passage, die mich richtig fuchsteufelswild gemacht hat, weil die einfach nur das Spiel gestreckt hat. Und das Spiel ist eh nicht so besonders lange. Naja, gut, dann muss man halt sich ein bisschen so behelfen mit solchen Dingen. Aber die Atmosphäre ist gut, es sieht gut aus und auch diese Interviewsituation war eigentlich ganz cool aufgebaut mit dem Twist am Ende. Und ja, mal gucken, ob Honor Code, ob die noch mehr machen. Da sind irgendwie Leute dabei, habe ich nur gelesen, die haben auch an bekannteren Spielen früher schon mitgearbeitet. Unter anderem auch hieß es Republik, was ich ja sehr cool finde und was ich auch hier Let's Played habe auf dem Kanal. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.